Vor mittlerweile etwa 6 Monaten kam das Student Advisory Board das erste Mal zusammen. 4 Studierende und 2 Expertinnen für studentische Partizipation mit einem gemeinsamen Ziel: studentische Partizipation in die inhaltliche Organisation des Let's Talk Campus einzubringen. Nicht nur während, sondern auch bevor das heutige Event überhaupt stattgefunden hat. Hier soll es nicht nur über Studierende gesprochen werden, sondern hier soll vor allem auch mit Studierenden über ihre Bedarfe gesprochen werden. Daher brachte das HFD-Festival-Team namentlich einmal Sebastian Hondasch und Jasmin Erhardt stellvertretend für eine ganze Menge Menschen mehr zu nennen, 6 zuvor völlig fremde Menschen zusammen. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für eure großartige Anleitung und die tolle Vorbereitung unserer Treffen. Ihr habt unsere Partizipation möglich gemacht. Ja, das Student Advisory Board traf sich in den letzten Wochen und Monaten alle 2 Wochen etwa. Und so konnten wir uns gemeinsam sehr intensiv auf dieses Projekt einlassen. Heute leider nicht mit uns auf der Bühne. Hier sind Gesine Wegner, Pascal Kienast und Franz Vergöll. Aber das erste Mal in Präsenz gemeinsam, bisher haben wir uns nur digital gesehen, sind Nora Leben, Lea Bachus und ich, Jessica Winter. Genau, mein Name ist Nora Leben. Ich bin Masterstudentin Erwachsenenbildung, lebenslanges Lernen hier in Berlin an der Humboldt-Uni. Und mich hat das Student Advisory Board ziemlich begeistert eben in der Idee. Ich interessiere mich schon seit längerem für studierendenzentrierte Hochschullehre. Und da war das einfach eine Möglichkeit, mitzuwirken und vor allem, wie du sagst, unsere eigenen Erfahrungen einzubringen, die ich nicht missen wollte. Ja, Lea Bachus mein Name. Ich bin Studentin der Philosophie und der Psychologie an der Universität in Bielefeld und Mitglied des diesjährigen Digital Changemaker-Jahrgangs. Deswegen auch zum Hochschulforum Digitalisierung gekommen und bin super happy, dass ich mich direkt zusammen mit Pascal, der auch im diesjährigen Jahrgang vertreten ist, gemeldet habe, um am Student Advisory Board teilzuhaben. Es war eine unglaubliche Möglichkeit, hier hinter die Kulissen zu schauen und an allen Prozessen ein bisschen mitzuwirken und auch nochmal von mir danke für das super tolle Festival-Team, das uns dabei unterstützt hat. Ja, Jessica Winter, ich studiere integrierte Europastudien an der Universität in Bremen und zusätzlich bin ich auch noch studentische Mitarbeiterin fürs Hochschulforum, wo ich das Hochschulforum remote unterstütze und ich freue mich auch wahnsinnig dabei zu sein und ja, übergebe an Lea. Genau, weil wir wollten euch heute auch noch einen Einblick geben in unsere Zusammenarbeit. Und unsere Aufgaben waren dabei so vielfältig wie das Board selbst. Während es in den anfänglichen Workshop-Sessions noch um das gegenseitige Kennen und Mögen lernen, um die organisatorische Findung unserer inhaltlichen Zusammenarbeit ging, ging es dann in den darauf folgenden 2-wöchigen Jurfix um folgenden Satz: Let's get down to business. Von Kaffee gestärkt, von Sebastian, immer mit Updates versorgt. Und aller Zeitverschiebung zum Trotz, Nora war zwischenzeitlich in Kanada und deswegen gab es ein paar erschwerende Umstände, aber wir haben es geschafft. Wir haben uns ausgetauscht über Ideen zu Ablauf, Gestaltung und Bewerbung dieses Festivals. Und das Besondere daran war eben, dass unsere Stimme nicht nur innerhalb des Boards in die Planung dieses Festivals mit aufgenommen wurde, sondern auf allen Ebenen gleichberechtigt gehört wurde. Und an allen inhaltlichen Entscheidungen, die dieses Festival betreffen, waren wir als Student Advisory Board beteiligt. Ja, vielleicht ein bisschen was zu den Learnings aus dieser Zeit im Board. Digitale Zusammenarbeit funktioniert, wenn alle Beteiligten sich wirklich darum bemühen, transparent und zuverlässig miteinander zu sprechen. Und vor allem das Gelingen von studentischer Partizipation, ebenso wie von Kommunikation auf Augenhöhe, ist Haltungssache. Das Board war ein Experiment, an das alle Beteiligten, wir Studierenden, Experten für studentische Kommunikation, Gesine und Franz, und aber auch eben das Event-Team und das ganze HFD-Team offen herangegangen sind. Und das war ganz wichtig, denn das hat dafür gesorgt, dass dieses Experiment wirklich gelungen ist. Das Student Advisory Board zeigt,
dass ja, ein wenig Einsatz für studentische Partizipation ganz, ganz viel bewirken kann. Wir fragen uns natürlich, hat sich die Mitarbeit am Student Advisory Board gelohnt? Also mal abgesehen von persönlichen Erfahrungsschätzen können wir, glaube ich, alle sagen ja. Und wir haben noch mal ein paar Zitate in unserer PowerPoint-Präsentation hier zusammengestellt, die irgendwo auch gleich verfügbar sein müssten. Auf einer weiteren Seite? Ja, da. Genau. Und ich glaube, die Aussagen des Boards sprechen da schon für sich. Aber mal abgesehen davon glauben wir, dass besonders dieses Event zeigt, dass dieses Experiment gelungen ist. Weil wir sagen können, die Studierenden, die hier heute anwesend sind und auch online dabei sind, profitieren von dem Einsatz dieses Student Advisory Boards. Und wir können uns hier hinstellen und sagen, das hier ist wirklich ein Event, bei dem die studentische Stimme auf der Bühne, aber auch hinter den Kulissen immer gehört wird und wurde. Wem können wir so ein Student Advisory Board also weiterempfehlen? Eigentlich jedem Event, jedem Gremium, jeder Konferenz, bei der es um die studentische Perspektive gehen soll. Und deswegen möchten wir Sie und euch heute vor allem bitten, sich in Zukunft die Frage zu stellen: Sprechen wir über Studierende? Und wenn ja, warum sprechen wir noch nicht mit Studierenden? Ja, wie die Ministerin schon sagte, vielen Dank, dass Sie alle den Mut haben, sich mit uns auf dieses Event, auf dieses Experiment der vollen studentischen Partizipation einzulassen. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen als Student Advisory Board einen tollen Tag und ganz viele spannende Erkenntnisse und Learnings. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank